Leo ist 17 Jahre alt und programmiert gerade seine Lernplattform für Schüler, den AbiBuddy. Solche Lern-Apps gibt es zwar schon, doch Leo findet, da geht noch mehr. Ich habe oft gemerkt, bei anderen Lernplattformen erstellen die Professoren, Lehrer, die eben schon ein bisschen älter sind und nicht mehr ganz so nah an der Zielgruppe. Man selber als Schüler dann da sitzt und dann sich dann denkt, was meint überhaupt der Lehrer jetzt? AbiBuddy, der Kumpel fürs Abi, soll hier Abhilfe schaffen. Leo hat die Plattform in drei Teile gegliedert. Ein digitales Karteikartensystem, eine Art Wikipedia für Schüler und eine Aufgabensammlung. Das Besondere, die Schüler können die Plattform selbst befüllen. Und damit sie sich beim Lernen nicht beschummeln, organisiert ein Algorithmus den Lehrplan. Ja, es geht im Grunde darum, dass man oft Zeit verschwendet in der Schule mit ineffektiven Lerntechniken. Man liest nicht richtig und übt auch nicht wirklich. Und dann sitzt man natürlich in der Klausur da und denkt sich, was habe ich überhaupt die ganzen letzten Wochen gemacht? Die Idee hatte Leo schon vor 4 Jahren. Im Rahmen des Förderwettbewerbs Jugend gründet, hat er sie jetzt umgesetzt. Schüler entwickeln Lernhilfen für Schüler. Ist das die Zukunft? Ja, auf alle Fälle. Wir sehen das auch bei anderen Dingen, auch beim MEBIS, was wir ja vom Kultusministerium seit vielen Jahren entwickelt haben und immer weiterentwickeln. Und heute, unsere Schülerinnen und Schüler sind natürlich entsprechend Digi-Natives und deshalb bewegen sie sich auch auf solchen Plattformen. Noch besser ist es, wenn sie sie selber weiterentwickeln und das auch noch gemeinsam machen, weil sie wissen natürlich auch ganz gut, was gebraucht wird. Seine Eltern hat Leo mit der App überrascht. Mit Programmieren haben die beiden nämlich nichts am Hut. Leo hat bis jetzt immer seine Projekte selbstständig entwickelt und uns mehr oder weniger fast fertige Ideen schon präsentiert. Er hat alles seine Ziele selber gestellt und alles gelöst. Das war sehr bequem für uns als Eltern. Im September endet der Wettbewerb. Dann könnte AbiBuddy bald in allen bayerischen Klassenzimmern sein. Leo ist dann mit der Schule fertig und studiert bereits Ingenieurswissenschaften an der TU.